unmittelbar vor Beginn der Ferienzeit, am Samstag, den 25. Juni 2016, hat die Flüchtlingshilfe Esslingen Innenstadt Weststadt die Kunstaktion Begegnungsstühle auf den Weg gebracht. Der Sprecher des Arbeitskreises Kunst und Kultur mit dem Künstlernamen KD hat die Idee von Stefanie Seiler aus Zürich aufgenommen, um einen Dialog zwischen den Bürgern der Stadt und den Geflüchteten anzustoßen. Ja gut, wie der Begriff Begegnungsstühle schon sagt, sollen sich Leute treffen, da wo die Stühle stehen, sich hinsetzen und miteinander reden. Soweit die Idee. Aber vorher musste erst einmal vieles organisiert werden. Alte Holzstühle, Farbe, Eimer und Pinsel mussten besorgt werden. Ach, es wurde berichtet in der Zwiebel und in der Esslinger Zeitung. Wir haben es auch ins Internet gesetzt und über Facebook geworben. Und so kamen nach und nach hier die Leute an und insgesamt wurden es dann über 50 Stühle. Und dann wurde geschliffen und gemalt. Das hat eine ganze Woche gedauert. Und so ein richtiger Renner war das bei den Bewohnern des Camps zunächst anscheinend auch nicht. KD musste einfach selbst einmal anfangen. Sie sind nicht so gewöhnt, wie wir das vom Kindergarten aus her lernen. Und wenn dann mal einer angefangen hatte, kamen dann auch andere nach und nach und haben mitgemacht. So hat es schließlich doch geklappt. Und da waren als Motiv die Nationalfarben der Heimatländer besonders beliebt. Daneben aber auch die Deutschlandflagge. Und jede Menge Farben, alle unterschiedlich gestaltet. So, Termin war 10 Uhr an dem Samstagmorgen. Ich bin dann vorgelaufen zum Fischbrunnen und dann kam die ganze Reihe hinterher. Und da sind sie jetzt, die bunt bemalten Holzstühle. Langsam wird eine Ordnung erkennbar. Angefangen vom Postmichelbrunnen wird eine Reihe in Richtung innerer Brücke gebildet. Saman Bego aus Syrien hat sein Instrument mitgebracht. Eine Saz. Die Natur ist schön in Westafrika. Warum? Und wie geplant kommt es zu Gesprächen trotz sprachlicher Probleme. Auch unterschiedliche Lebensgewohnheiten werden deutlich. Was Pünktlichkeit angeht, was Verbindlichkeit angeht, das sind Dinge, die müssen gelernt werden. Schon ganz schön genutzt werden die Stühle mittlerweile. Langsam schiebt sich die Schlange vorwärts. Auch Saman ist mit seinem Instrument jetzt schon weiter aufgerückt. Was macht Sali? Wo ist Sali? Was gefällt? Kamen. Hier scheint Ahmed eine ungute Geschichte aus jüngster Vergangenheit zu erzählen. Aber dann gehen die Gedanken auch immer wieder zur Familie, zu den Kindern. 10. Also kleiner. Weiter schiebt sich die Stuhlreihe und es finden neue Gesprächspartner zueinander. Muss man gut Deutsch sprechen? Ja, muss man medizinisch Deutsch sprechen? Arabisch, Germanisch, mit den medizinischen Fachausdrücken. Langsam aber sicher schiebt sich die bunte Schlange über die innere Brücke und erreicht schließlich den Paracelsusbrunnen. Mit dem Gruppenfoto endet die Aktion. Alles in allem war sie ein Erfolg. Die Flüchtlinge waren eingebunden, es gab Kontakte zur Bevölkerung und Geld wurde bei der Versteigerung der Stühle eine Woche später auch noch eingenommen.